So, servus Xindl. Da sind wir wieder. Risen, geht schon, gehen wir Vollgas. Rein ins Let's Play, die Erde bebt. Coole Sache. So, in der letzten Folge haben wir die Höhle da hinten gesäubert. Wir haben da ein Haus besorgt. Nicht, dass sie sich jemals dankbar zeigen würde oder sonst irgendwas, aber was will man erwarten? Pilz. So, was machen wir heute? Heute werden wir wahrscheinlich den Weg ein bisschen weiter raufschauen und nochmal schauen, was da drinnen alles so umliegt. Also drinnen, oben. Den Weg weiter rauf eben. Ja, das war unser Balkon, da waren wir schon. Alles klar. Ist gut, alles klar. So. Wir haben unser super tolles Messer. Mit diesem Messer equippen wir mal ganz schnell. Also, die equippen wir gleich wieder, weil da gibt es Beeren zu pflücken. Ja, die gute alte Bärenpflückerei. So. Mit diesem Messer gehen wir da jetzt rauf und ich sehe einen Todesvogel. Zeit zu sterben, Todesvogel. Zack, zack, zack. Und einfach so geht er sterben. Schöne Sache. So. Nehmen wir wieder den ganzen Schmarren. Den ganzen Schmarren nehmen wir mit. Die ganzen Pilze. Pilze, die mich zaubern lassen. Naja. Zuerst der Alkohol und jetzt das. Wundert mich irgendwie, dass es Piranha Bites überhaupt noch gibt. Noch. Komm her da. So, zack, zack, zack. Danke fürs Vorbeischauen. Komischer Geier. Das hätten wir auch. Jetzt hier was zum Sammeln. Reiselust. Druidenschierling. Ich glaube, das sind diese Special-Dinger, die mir dann generell einen Boost geben. Ja, Rüstungen ist noch immer ziemlich leer. Wir haben hier einen Ring, der mir nichts bringt. Wir können ihn ja mal anziehen. Wurscht. Was haben wir da? Minze. Ja, okay, das regeneriert einfach nur. Maximale Lebensenergie plus 1. Seine stärkende Wirkung legendär. Aha. Erfahrung plus 10. Geschicklichkeit plus 1. Ich werde die aber jetzt noch nicht nehmen. Wir werden uns die behalten. Weil, wenn das so ist, wie ich es denke, wie es in den Gothic-Teilen war, dann können dir die Lehrer nur bis zu einem gewissen Cap was beibringen. Und den Rest musst du dir dann selber lernen. Ist das eine Blutfliege? Nein, das ist noch viel hässlicher als Blutfliegen. Was bist du? Komm her. Ja. Au. Die Grabmotte. Die gute alte Grabmotte. So. Aha. Was war das gerade? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Sonstiges. Flügelstaub. Immerhin. Da ist jetzt eine Ruine, die aus dem Boden gefahren ist. Für die, die es nicht wissen oder für die, die gerade erst jetzt mit der Folge, ich glaube 4, zuschalten. In Risen geht es darum, dass die alten Götter die Welt verlassen haben und ihre Titanen sich wieder erheben und die hausen in solchen Tempeln und deswegen kommen die Tempel jetzt wieder überall aus dem Boden raus. Müssen wir nochmal Sonic töten. Ah, die sind eigentlich knuffig, die sind nicht wirklich eine Challenge. Das passt, die Bären nehmen wir auch mit. Dementsprechend sind natürlich diese Tempel fürs Erste, sagen wir mal, unklug. Nennen wir es mal unklug. Aber da hinten ist noch so eine komische Grabmotte, die werden wir uns noch holen. Oh fuck, das sind zwei. Hast du wohl auf mich anzugreifen, du Scheißviech. Ah, erstmal springen. So. Was haben wir
So. Grünblatt. Grünblatt ist immer toll. Was auch immer ich mit dem Zeug mache. Ist ja jetzt nicht so, wie wenn das jetzt das großartige Langgrundblatt wäre. Ah, meine Herr der Ringe-Fans da draußen wissen, wovon ich rede. Wer ist denn da gestorben? Oh, magisches Papier, Goldmünzen, noch eine Goldmünze. Was liegt da noch? Ein Heiltrank. Sexy. Sehr sexy. Kann man schon mal so sagen, ja. Okay. Jetzt ist die Frage, nehmen wir es mit dem Tempel auf oder nicht? Ich glaube einfach mal, wir werden jetzt hergehen. Ja, werden da mal was essen. Nein, nein. Ja, dann machen wir das einfach mit dem gebratenen Fleisch. Sollte er jetzt sowieso futtern, bis er wieder voll ist. Noch eine Rübe hinten dran. Zack, zack, alles gut. So, wir ziehen unser vertrautes Jagdmesser und machen uns auf den Tempel des Todes. Schaut schon mal ziemlich tödlich aus. Aha, da ist nix. Das ist sicher. Ja, wusste ich's doch. Ihr Arschgeigen. Aber... ja, genau. Da geht's nämlich runter. Da können wir uns die Biester da jetzt schön einzeln zupfen. Nein, können wir nicht, weil da ist zu. Ha. Das ist natürlich doof. Sollen wir es riskieren? Da einfach mal runterspringen. Da ist jetzt nichts Tolles drin, außer so ein komisches Flatterwesen von dem, was ich gesehen hätte. Ja, was soll's. Machen das einfach ganz, ganz unpolitisch. Ja, zack, zack. Und los geht's. Ah, so. Wo ist das Shitvieh? Da ist es. Ja, ja, das. Da. Hörst du wohl auf. So, da. Hätten wir das auch. Grabmutter gekillt. Schwere Truhe. Was haben wir hier? Mhm. Goldmünzen, Wein, Fackel. Schon mal nett. Noch eine schwere Truhe. Noch eine Fackel. Wasser. Mana-Trank. Naja. Besser als ein Starmschell. So. Zick, zack. Hebel ziehen. 10 Erfahrung für Hebel ziehen. Warum nicht? Jetzt kommen wir genau da oben wieder raus. Alles klar. Eine eher unspektakuläre Ruine, wenn ihr mich fragt. Aber ja. Muss es auch geben. Dieses dauernde Gewackel macht mich fertig. Ja. Wir zischen da jetzt mal dran vorbei. Drüben haben wir alles aufgesammelt, was es gibt. Wir zischen jetzt mal an dieser komischen Ruine da vorbei. Da gibt es sowieso nichts mehr. Ja. Noch ein Haus. Das sieht schöner aus als das, wo wir unsere Truller sitzen lassen haben. Vielleicht können wir die dann irgendwie da herholen. Vielleicht ist sie dann auch mal dankbar. Schauen wir da mal. Halt, Börschchen. Oha. Was machst du hier? Ich bin Schiffbrüchiger. Also hat doch noch einer von der Mannschaft überlebt. Wir dachten, der Inquisitor wäre der Einzige gewesen. Du gehörst doch nicht zur Inquisition. Ich bin als blinder Passagier an Bord gegangen.
Auf ein Schiff der Inquisition? Haha, du bist doch verrückt! Wenn die Weißen dich hier erwischen, werfen sie dich direkt in die Vulkanfestung. Du siehst dich am besten schnell mal hier um. Ich habe schon alles durchsucht. Für mich ist nichts mehr dabei. Aber du findest bestimmt noch eine brauchbare Waffe. Ich warte so lange. Wir können später weiterreden. Okay, wir brauchen eine vernünftige Waffe. Was auch immer der Typ jetzt als vernünftig ansieht. Schauen wir in den Schrank. Schlüssel für eine Truhe. Ein Trank der Regeneration. Bolzen. Zwar noch nichts zum Schießen, aber wir nehmen den Bolzen mal mit. So, Schlüssel. Goldmünze, Goldmünze. Toll, toll, toll. Da fliegen so viele Fliegen. Ich glaube, ich stehe in AA. Igitt. So, da. Was liegt da noch rum? Bollen. Fläschchen, Brot. Super, alles toll. Kiste. Für ihn ist also nichts mehr dabei. Er braucht also weder Gold, noch Waffe, noch Truhe, noch sonst was. Oh, was sehen meine Augen? Nein, nicht die Pfeile, das Schwert. Und eine Karte der Insel. Na, das ist doch mal hübsch. So. 10 Erfahrung dafür, dass ich die Karte erstmal gefunden habe. Auch sehr nett von euch. Danke, Piranha Bytes. Jagdmesser und Schwert. Oh ja, das sieht schon besser aus. Definitiv. Ja, rum. On the go. Warum nicht? Ja. Ich frag mich zwar, wann wir irgendwann mal sowas wie eine Rüstung oder ein Schild oder so kriegen. Aber das werden wir wahrscheinlich noch rausfinden. Was haben wir da? Schwache magische Heilung. Auch nett. Ich habe 16 Pfeile, 22 Bolzen und keine Möglichkeit, auch nur eins davon einzusetzen. Naja. Nicht mal Schuhe hat der arme Typ. Wo ist der Dude? Da sitzt er. Neil. Der gute alte Neil. Das sieht mir schon ziemlich nach Zivilisation aus da hinten. Das ist ja mal nett. Wir rennen da jetzt noch kurz rum. Sammeln noch ein paar Pflänzchen für unsere Pflanzensammlung zu Hause. Das sind ja Hobbygärtner Simulator 3D. Heilkraut. Nix. Das leuchtet einfach nur schön. Oh, was bist denn du? Kann ich mal unser Schwert ausprobieren? Hm. Naja. Erstmal aufheilen. Das gute alte Wasserfass. Nam nam. Nam 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 nam. Okay, nochmal. Dann sind wir wenigstens voll. Dann noch vielleicht einen Quick Save zwischendurch, bevor wir uns mit diesem Vieh da hinten anlegen. Speichern. Sehr schön. So, jetzt komm mal her. Scheiß Vieh. Oha. Ja. Ja. Ja, gut war's. Gut war's. So. Die sind dann wohl doch noch ein bisschen zu stark. Naja. Soll so sein. Vielleicht können wir den Typen auch irgendwie... Tut er das, was ich glaube? Chiller Neil sitzt auf einer Bank in der Wildnis und boscht sich einen an. Ich glaub's ja nicht. Geil. Absolut geil. Das Spiel ist absolut sympathisch. Sehr glaubhafte Charaktere. Heilkraut. Das sind wie so grausliche Mottenviecher. Die können wir nachher noch massakrieren gehen. Vielleicht sind wir dann irgendwann mal
Ich bin eigentlich noch keinem einzigen Trainer, ich bin eigentlich noch niemandem begegnet. Reden wir mal mit Neil. Der wird's wissen. Neil, mein alter Homie. Kann ich mich zu dir setzen? Nee. Ja, okay. Ich habe ein Schwert gefunden. Na, siehst du. Ja, ja. Wie schaut's aus? Du kennst dich hier gut aus. Ich denke schon. Was willst du wissen? Wo gibt es hier was zu holen? Tja, hier jedenfalls nicht. Die Bauern haben alles mitgenommen, als sie zur Hafenstadt aufgebrochen sind. Die Weißen lassen niemanden rein oder raus aus der Stadt. Warum nicht? Ganz einfach, weil sie niemanden hier draußen haben wollen, der sich an den Ruinen zu schaffen macht. Wir Banditen sind womöglich die Einzigen, die noch frei sind. Ich sag dir, geh in die Hafenstadt oder komm zu uns. Alles andere wäre Wahnsinn. Mhm. Zu euch ins Lager also. Was weißt du über die Hafenstadt? Wenn du es einmal hineinschaffst, lassen dich die Weißen in Ruhe. Ein paar unserer Jungs sind drin, die helfen dir bestimmt weiter. Ich kann dir den Weg zeigen, auch wenn du bei uns im Lager besser aufgehoben bist. Mhm. Na dann, warum sollte ich denn zu euch ins Lager kommen? Warum sollte ich zu euch ins Lager kommen? Wir haben Fleisch, Bier und wir machen aus dir einen anständigen Kämpfer. Sehr Ein Schwert Argumente. Hast du ja schon. Oben in der Vulkanfestung lassen sie dich höchstens mit dem Stock trainieren. Wobei Stickman wäre ja auch ein ziemlicher Zerleger. Du hast eben eine Vulkanfestung erwähnt. Was ist das? Das ist der letzte Ort, an dem du sein willst. Dort hat sich die Inquisition niedergelassen und bildet ihre Rekruten aus. Mhm. Besser, du hältst dich von dort fern. Komm lieber zu uns ins Lager. Ich sehe schon. Wir haben ein Fraktionssystem. Wir haben die Banditen. Wir haben die Inquisition. Und vielleicht gibt es in der Hafenstadt noch was. Und der will mich also ganz offensichtlich zu den Banditen überreden. Ich werde das jetzt aber mal kurz beenden hier. Damit das Video nicht zu groß wird. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Bis dann.